Was ist denn los? Eine goldige Zukunft kommt auf uns zu. Mit dem Lehrplan 21, was im neuen Schuljahr angefangen hat, wird eine neue Generation herangezüchtet. Ja, ja. Ich weiß. Weißt du, was das für Kind aber heisst? Früchtchen wart ihr, zu Spalierobst werdet ihr erzogen. Nein. 21 steht nicht ab für die IQ, was anstrebend, sondern für die 21 Kantine. Und in denen wollen sie, schon von der Politik her, wollen sie, dass die ganze 21 Kantine der gleiche Stoff vermittelt wird. Aha. Ja, aber das Problem ist, die Kinder werden nicht gefragt, welcher Stoff das brauchen. Da wird einfach mit 120 drüber gefahren und das müsste Lero im Beigo rausspucken und fertig. Ja, das ist ein Begriff. Mehr lernst du denn nicht mehr? Nein, es geht um eine Vereinheitlichung quasi. Also, kannst du dir so vorstellen, ein Sasi wird nach dem nicht mehr gittig sein. Aber das Hundrig-Sasi wird es hoffentlich weiterhin noch geben. Weil das hat uns ein bisschen mit Anstand und Grips zu tun, dass man fragt. Aha. Ja, gell, wer nicht fragt, der bekommt auch kein Wissen vermittelt. Ausser das, was schon lange besteht, weil, aber es geht ja nicht vorwärts. Nur wer fragt, kommt vorwärts. Ja, aber das Ganze ist eine langwierige, langsame Geschichte, wenn man immer will fragen und fragen. In diesem System geht es darum, dass alle zusammen gleich schnell sind. Verstehst du? Ja, verstehst du. Das heisst, so, wenn ein Junge, ein Vierjähriges im Kindergarten irgendwann in die Hose macht, gell? Ja. Dann wird es in einem anderen Kanton. Dann wird es da eigentlich auch nicht anschiessen, wenn man die Lehrerin nach den ersten zwei Tagen schon müssen sie in die Künste des Gackiputzens einführen, oder? Genau richtig, das ist dann auch in allen Kantons gleich. Ah, das ist schön. Und das mit diesen Künsten, also mit diesen musischen Fächern, das wird grundsätzlich überschätzt. Wichtig ist doch Lesen, Schreiben und Sprache nicht. Also musizieren und singen, es bringt doch in der Wirtschaft nichts. Ja, dann werden es gerade ihr Mathe nicht besonders schwer haben. Wieso meinst du? Ich habe noch nie ein Mathe gehört, das kann normal reden, ohne das singen. Hat doch jetzt damit nichts zu tun. Ist das eigentlich angeboren oder kommt man so auf die Welt? Nein. Wir in der Harte ist ein Jungst, der recht gerade in den Musikverein, den Dorfverein integrieren, weißt du? Für das Singen? Ja, für das Musizieren, das lernst du nicht an. Ah. Zum Beispiel, kannst du dir mal vorstellen, wenn du lernst, laufen und spielen das Gleiche. Ja, das ist ein Training für Körper und Geist. Dann bist du in der anderen Schule ein Stück besser dran. Ah, das kannst du neben der Schule kannst du das heben. Ja, oder du kannst es auch konzentriert machen, also in einem Lager, weißt du. Ah, ein Konzentrationslager? Nein, das ist kein Konzentrationslager. Das ist ein Musiklager. Aber konzentrieren muss ich schon, gell? Ja, los. Wenn du dir nicht etwas Falsches vorstellst, der Rüdi, ist da gerade so ein Musiklager? Stellen wir mal um. Also, was mich persönlich interessiert, ist jetzt, wie üben die Kinder überhaupt sowas? Das ist ja schwierig, marschieren und zugleich Musik zu machen. Da fragt man doch am besten gerade mal nach bei einem der jungen Leute hier. Ja. Ja, jetzt laufen sie mal gerade davon. Zupfen mal irgendwo einen raus vielleicht. Jetzt sind sie wieder auf die Entschuldigung. Kurz eine Frage. Hier die Marschmusik, ein Teil der Lagerübungen. Was fasziniert dich speziell an der Marschmusik? Ja, dass man immer einen Schritt ist und dazu auch noch Musik spielt, dass man einfach alle zusammen so genau kann das machen. Ist es schwieriger, so oder auf dem Sitz zu spielen? Ja, es geht ein bisschen eben, ne? Geht das schon. Was hast du jetzt persönlich als Kind zuerst gelernt? Laufen oder musizieren? Musik machen und nachher marschieren. Und du bist quasi, bevor du gelaufen hast, hast du schon musiziert beim Schnaken? Nein, aber einfach bevor man marschieren, muss man einfach zuerst mal Musik spielen. Wo sieht deine Zukunft aus? Wie siehst du dich, wie siehst du dein Ende von deiner Karriere? Eher in einem Orchestergraben oder eher im Tattoo? Eher im Tattoo, aber es geht noch ein bisschen, bis so weit ist. Es geht noch eine Weile, bis du nach Basel gehst. Ja. Vielen Dank, dann gehst du jetzt zuerst wieder zurück in die Formation. Weißt du wieder, wo einfädeln? Ja.
da ist eine Lücke, da. Danke. Ja, Sie sehen, die Interessen sind natürlich unterschiedlich bei den Kindern, aber sie haben einen Ansporn. Und wir, die Proben natürlich gehören dazu. Wir wollen mal in die Proben reinschauen, weil das braucht auch nochmal viel Einsatz. Und ja, wenn der Ansporn da ist, ein Ziel da ist, dann muss die Probe doch auch diszipliniert ablaufen. Wir hören mal da rein. Ja, Entschuldigung, kurz eine Frage. Jetzt hier bei der Registerprobe, auf was kommt es hier besonders drauf an? Also es kommt darauf an, dass man einfach mal die Grundlage macht, schafft, für nachher zusammen im Orchester zu üben. Ja. Und wie lange üben die Kinder jetzt? Also ja, wir haben morgen meistens zwei Black, Nachmittag zwei Black. Das ist schon völlig streng, immer so Mittag. Sehr streng also, ja. Ich frage. Völlig dran. Kommen Sie dran. Ja, ich frage jetzt mal bei den Kindern nach. Der Dirigent hat jetzt gesagt, es ist sehr streng. Macht es trotzdem Spaß? Ja, ganz sicher. Ab wann fängt der Spaß an? Wenn man es kann. Wenn man es kann. Also demnach können Sie es jetzt schon, oder? Ja. Mal so unter uns, wer übt denn jetzt von den Kindern am meisten? Bei der Robin, das Allerandreste. Der Robin? Ja. Ja, da fragen wir mal beim Robin nach. Ja, ich habe gehört, du bist der hier am meisten übt. Bist du bekannt als Streber? Nein. Nicht so? Das hört man ja nicht gerne, na, aber das macht sich auch bezahlt. Na, wenn gute Musiker im Team sind, du spornst wahrscheinlich die anderen auch an. Ja, das hätte ich schon. Bist du dann irgendwie auch schon irgendwo solo aufgetreten? Ja, an verschiedenen Wettbewerben. Verschiedenen Wettbewerben, ja. Dann der Mann hier daneben. Ich nehme an, du bist der Jüngste. Ja, das stimmt. Macht Spaß, so bei den großen Stars hier neben dir zu üben? Ja, das ist schon lustig. Lustig auch, ne? Ja, das ist ja schön. So ein Lager soll auch lustig sein, ne? Ja, hier noch ein Mädchen. Wie ist das da unter den Jungs? Also, es ist noch gabig mit ihnen zusammen. Ja, sind sie nett? Ja. Und du bist auch der Meinung, der Robin ist der hier das Ganze ein bisschen zieht? Ne? Ja, schon. Noch besser als der Dirigent wahrscheinlich? Ja, teilweise. Teilweise schon noch. Ja, Sie haben es gehört, so eine Registerprobe tönt sehr sauber. Was es aber natürlich noch braucht, für ein Gesamtwerk zu präsentieren, sind verschiedene andere Register, die hier zugeführt werden. Und da müssen wir schon mal in die Gesamtproben reinhören. Ja, kurz eine Frage vielleicht an den Dirigenten. Nach was spielen die Kinder jetzt? Nach Noten oder nach dem Dirigenten? Es ist eine Kombination von den Noten, die sie gelernt haben. Und immer mit einem Auge auch ein bisschen schauen auf die Dirigent. Die macht ein Ensemble, alles zusammen in die gleiche Rhythmus. Eine Gesamthaftigkeit, oder? Oui, c'est ça. Hören Sie jetzt noch raus? Sind in einigen Orten noch Nachholbedarf da? Oder sind Sie jetzt gleich kurz vor dem Auftritt? Wissen Sie, wirklich zufrieden sein kann man nie. Man kann immer etwas verbessern. Aber wir sind hier in einem Lager, es soll auch sein viel Spaß. Es ist nicht das Wichtigste, die Allerbeste zu machen, sondern auch Freude zu haben. Mit die Interesse, das Beste zu wollen. Oui. Ja, die Streicher sind jetzt im Moment noch gestrichen, also das Holz ist noch nicht dabei, oder? Kann man das noch zusammenführen? Können wir vielleicht eine Gesamtprobe inklusive Holzinstrumente hören? Avec Symphonique, oui, das machen wir gerne, un moment. Das wäre dann die Symphonikprobe. Hören wir mal rein, ne? Das steckt uns natürlich alle an. Ja, vielleicht ist das ein bisschen zu dramatisch, das Ganze. Diese natürlichen Klänge, die nehmen uns ein bisschen mit. Ist gut. Ja, Entschuldigung, aber ja, können Sie nicht was anderes spielen? Na? Ein bisschen was Zackigeres, hä? Für bei uns doch den Dirigenten. Auch. Ja, genau. Und gleich wird es wieder lebendiger. Hä? Das hört man jetzt einfach. So eine Band mit Holzinstrumenten. Die ganze Symphonie, das steckt einfach an. Ja.
Ich gebe dennoch zurück ins Studio. Es macht einfach Spaß, so Musik zu hören. Danke. Siehst du jetzt so? Also über die Emotionen, die da sind, gell? Es ist nicht nur emotional, sondern auch lehrreich. Und eins darfst du natürlich nicht vergessen. Wenn man über die Emotionen etwas lehrt, es bleibt immer ein Stück besser. Ja, da, aber ich muss ihn gleich nachfragen. Wer hat jetzt da Holz gespielt und wer hat Blech zusammen gespielt? Das habe ich nicht ganz begriffen. Ich könnte dir das schon etwas erzählen, aber für ehrlich bin ich da zu wenig Fachmann. Los, dafür haben wir da die Dünnerblick Classic. Da gibt es so wunderschöne Instrumentationsvorstellungen. Die wir doch besser da drin schauen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von die Dünnerblick Classic. Wir hören nun verschiedene Instrumente. Zum ersten, Waldemar, die Waldorgel. Dankeschön. Und Claire, die Klarinette. Super. Waldemar, was ist der Unterschied zwischen dem Blechinstrument und dem Holzinstrument? Ja, er sagt, das Holz brennt besser. Bitteschön, Claire, können Sie den Zuschauern erklären, was ist der Unterschied? Ja, Klarinettensblatt ist das Holz und wie? Das Waldhor ist das Blech. Dankeschön, sehr richtig. Haben Sie gehört? Ah, die ist aus Holz. Und ich kann euch sagen, Bootschimmer spielen doch nur mal höher Blech zusammen. Nein, also das ist nicht Holz, das ist Kunststoff. Was für Stoff? Kunststoff. Aha, darum sehen das die können, ist doch Röko. Und Künstler werden das einfach nie mit dem Instrument. Ja, vielleicht schießt es noch einfach in einer Ansage. Weisst du, weil es nicht kann? Nein, weil das nur so Plunderinstrumente sind, die dann in der Schule haben. Weil alles vereinheitlicht wird und alle nur noch so Plunder. Die schickst du doch gescheiter in der Musik. Da hast du natürlich ganz andere Instrumente, gell? Kannst du schauen, die an der Sendung, die sind alle ganz gute Instrumente. Sehr schön. Haben Sie gehört den Unterschied? Die Posaune, es ist ein Blechblasinstrument. Die Querflöte wiederum ist ein Holzinstrument. Sie sagen, no, es ist nicht aus Holz. Oui, das ist eine neue Form von dem Instrument. Aber früher, dieses Instrument war aus dem Holz. Aber hören Sie selber. Die Piccolo. Bitte schön. Haben Sie gehört den Unterschied? Die Ton war sehr viel mehr Piccolo. Können Sie uns vielleicht sagen, zu den Zuschauern zu Hause, mit welchem Instrument man kann kombinieren dieses hier? Also die Querflöte spielt eigentlich immer das, was gerade die Halbstimme hat. Also zum Beispiel bei der Klarinette oder beim Saxophon oder dann auch bei der Oboe. Super, danke schön. Und gibt es vielleicht zu den Posaunen noch irgendetwas Spezielles zu sagen? Also, meistens, die Posaunen spielen, sind mehr ein bisschen kräftiger und es braucht auch ein bisschen mehr Volumen und mehr Luft. Ja, aber das hätten Sie nicht sagen müssen. Man sieht es an dieser Person an. Man muss kräftig sein. Oder vielleicht man wird kräftig mit diesem zu spielen. Dankeschön. Wenn ich das so sehe, dann ist das nichts für meine Bootsflöterwerk. Wieso meinst du? Ja, weißt du, das hat mir der eigentlich schon zwei kaputt gemacht. Und diese hier ist jetzt eben überstopft. Was passt denn da nicht? Ja, du musst aber nicht so schnell aufgeben, weißt du?
Vielleicht ist dein Bootschainer so ein Schlägertyp. Und der bräuchte es in der Musik ein. Ah ja? Ja, freilich. Ach, das ist ja nicht nur Blas und Flöte und... Also wir erinnern an der Musik. Wer das paar von diesen Schlägertypen sagt? Ohne das geht's nicht. Aha, von dem habe ich aber noch nichts gesehen vor auf dem Sender. Weißt du, es vier? Vier, ja. Und nun, wir kommen hier zu dem Perkussionsinstrument. Aber Sie sehen ja selber, das ist eine Gitarre. Oh, nein, das ist eine Gitarre. Das ist die Xylophon. Aber hören Sie selber, bitte schön. Sie haben gehört, ein Ton war ein bisschen falsch, aber es war nicht ein Fehler. Man kann nur herausnehmen und auf die richtige Seite stellen. Es ist sehr interessant. Es ist fast wie ein Klavier. Auf dieser Seite wir haben die schwarzen Tasten und das da sind die weißen Tasten. Richtig. Es ist ein Schlaginstrument und kommt ganz ursprünglich von die Afrika. Da hat man auch immer geschlagen für machen die Musik. Vielleicht ist es noch ein bisschen nicht so einfach zum Spielen. Man muss die Melodie in die Kopf haben. Man kann fast nicht schauen direkt auf die Noten und spielen. Also es war eine sehr gute Leistung. Bravo. Danke. Ja, wir doch mal sehen. Die Afrikaner, weißt du, die haben einfach... Das ist im Blut. Der Rhythmus einfach. Und auch die Lockerheit, weißt du, wenn die Schlämme sind, sind sie einfach locker drauf. Das hat man schon mal, Muhammad Ali hat man das schon gesehen. Ja. Rhythmus immer. Ja, aber die müssen es verstehen. Das ist natürlich eine ganz andere Kultur. Wir im Gegensatz haben natürlich die Disziplin im Kopf. Und damit kann man natürlich Musik formell darstellen. Gehen wir mal an so einen Umzug. In einem Musikumzug gesagt, eben die Präzision und der Rhythmus und das ganze Geberwerk und dann auf den Punkt genau kommt das zusammen, das ist richtig faszinierend. Aha. Der Rüdi ist doch letzte Woche, ist der mal Umzug gewesen. Ja, das habe ich dann wohl im Fernsehen gesehen. Gehen wir zurückspielen hier. Zurückspielen bis an den letzten Samstag. Dad, das Zurückspielen kann das Abonnement nicht noch, das kommt mir viel zu dir. Das geht mit mir nicht. Ja, aber du weißt schon, dass wir mit mir daheim sein, gell? Wenn du lügst, du musst wegen dessen nichts zahlen. Ich kann nämlich das Abonnement. Da kannst du jetzt zurückgehen. Bis letztes Samstag. Jetzt bin ich zu weit. Samstag. Jetzt. Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren, zu Hause am Fernsehen. Wir sind kurz vor dem Abmarsch hier. Der Musikverein von Bürchen startet hier zum Einmarsch beim Oberwalliser Musik. Fest und die Anspannung ist natürlich groß, bevor man losläuft. Und hier ein Jungmusikant. Wir fragen mal am besten direkt, wie haben Sie sich entsprechend vorbereitet jetzt heute hier auf dieses Konzert? Also immer in den Gesamtübungen habe ich dann geübt und auch zu Hause habe ich auch geübt und in meinem Zimmer herummarschiert. Im Zimmer marschiert, sind dann die Strecken so groß? Habt ihr so ein großes Haus? Nein, nicht so, nur so im Kreis. In Bürgen ist es natürlich so, dass man vor allem nach oben oder unten läuft, oder? Ist es eine Umstellung hier auf der geraden Strecke? Ja, schon eine kleine. Gut, danke sehr. Dann fragen wir vielleicht noch ein bisschen Älteren hier. Ich habe gehört, Sie sind ja Jubilar unter 50 Jahre bereits bei der Musik. Hilft das den Jungen auch, dass so erfahrene Leute wie Sie ein bisschen die Gruppe mitreißen? Ja, ganz sicher. Das auf alle Fälle. Und auch Sie haben sich zu Hause in der Wohnung vorbereitet oder eher auf der Straße hier? Ja, morgen früh aufstehen und los. Ja, ich sehe es mit Ihnen, diese Anspannung nicht so riesengroß. Ihre Gruppe geht, wir lassen Sie weiterziehen, sonst wird dann die Hektik noch größer. Ja? Ja. Viel Glück beim Einmarsch. Ja, merci, danke. Ja, wir gehen zurück ins Studio. Sie sehen, das ist eine große Anspannung hier. Die Leute sind schon ein bisschen nervös. Man möchte auch einen guten Einmarsch machen, einen guten Eindruck bei der Jury vermitteln. Danke. Oh, Jesus! Die sind ja nervöser, als ich das früher in der Jury war. Das hilft nicht, wenn sie das bestanden haben, sind sie den anderen Schülern viel lockerer drauf.
Ja, schon, aber mich nimmt der Wunder, ob die im Ziel noch alle Zentren haben und nicht da so einfach lockerer sind. Wieso alle Zentren? Ja, da muss spielen und das Gleiche und nachher nur die Noten und nachher nur den Back haben und vielleicht nicht einmal alle, die da von den Bärtellen nicht kommen. Also für mich war das früher meistens ein Stolperstein, wenn ich eine Note bekomme. Ich habe dann meistens Wohnwagen genommen, weißt du? Ja, die stellen wir doch gar ins Ziel. Wenn die vor einer Woche gestartet sind, sind die jetzt ganz sicher da. Ja, das ist natürlich nicht einfach. Sie sehen, die Leute, die müssen hochkonzentriert hier im Einmarsch sich beherrschen und auch ein bisschen Disziplin an den Tag legen. Wir fragen mal den einen oder anderen Musiker. Entschuldigung gerade. Ja, wie war jetzt das für Sie? Sie müssen ja, Sie werden ja benotet, oder? Ja. Jetzt von dem Schritttempo und dann auch die Atmung beim Spielen und alles muss ja koordiniert werden. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Unter diesen Hut? Ja, unter Ihren Hut, ja. Ja, geht sehr gut, ja. Takt, im Takt zu sein, Atmung und alles zusammen beim Spielen, das ist jetzt das Waldhorn, oder? Nein, das ist das Horn, ja, das Blumenhorn. Ah, das ist Blumenhorn. Ja. Also, Sie haben gar nicht gespielt? Nein, ich habe gesungen. Ah, Sie haben gesungen? Ja, da muss ich nicht jemand anders fragen. Entschuldigung, jetzt habe ich gedacht, das sei das Waldhorn. Ja, wir müssen uns vielleicht selber mal schlau machen über die Musikinstrumente. Am besten wäre so mal eine richtige Instrumentenvorstellung. Dafür geben wir zurück zuerst mal ins Studio. Ja, ich sage, jetzt bist du ab der Rüde ja von meinem Auto. Es verwechselt alles zusammen, nicht? Ja gut, mich nimmt aber selber Wunder, was da neben dem Waldtor und noch sonst für Blumen für Instrumente gibt. Schau mal da nochmal auf Tunnelblick, Classic. Die Vieri. Und jetzt hören wir einmal, wie dieses Instrument sich anhört. Bitte schön. So schön, nicht? Was gibt es speziell bei diesem Instrument? Zum Spielen, es ist fast wie eine Flöte, die man spielt in der Schule. Ja? Zum Drücken, es ist sehr, sehr ähnlich. Richtig? Ja. Richtig. Könnte man noch sonst sagen zu diesem Instrument? Es ist einfach noch schön. Und dass es auch viele andere noch gibt. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Bariton, richtig? Nein. Oh, manchmal sind die Schüler einfach besser als wir. Was ist das? Das ist ein Altsaxophon. Und gibt es noch andere? Ja, es gibt das Sopransaxophon, das ist das ganz kleine. Dann noch das Bariton, wo Sie gemeint haben. Das ist das mit dem Ton hier. Und dann gibt es noch das Tenor. Und das ist noch mal größer. Sie haben gesehen, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, ein solches Instrument zu spielen. Anfangen würde ich mit dem Altsaxophon. Ist das einfacher? Ja. Super. Sehr selbstbewusste Junge, hä? Ja, das ist aber, die Musik macht das auch bei uns, diesen jungen Leuten. Wir sollen mal verändern, selbstbewusste junge Leute. Sag ich ja. Ja, wir schauen es gerade an. Schau dir mal gerade ab auf Steg, es hat gerade so einen Jungen dran. Wir schauen uns gerade an, ja. Fifi. Sie wurden auf der ganzen Weg wurden Sie benotet. Wie ist es denn gelaufen? Ja, also ich habe das Gefühl, es ist nicht so schlecht. Alles Deutsch? Alles Deutsch. Ja, ich kann beides, oder? Ja, das ist besser für die Einheimischen. Aha, ja. Nein, ich habe das Gefühl, es ist nicht schlecht gelaufen. Jetzt auf alles Deutsch. Es ist nicht schlecht gelaufen. Mal, wir sind zufrieden und ich glaube, wir haben eine Leistung dargebracht. Wie warst du denn jetzt hier auf dieser breiten Straße? Sie üben ja sonst oben in Emt. Da sind ja die Gassen sehr schmal. Sind Sie hier aus der Spur gefallen? Ja, nein, wir haben selbstverständlich in Emt auch ganz breite Straße. Von dem her, wenn wir das 1:1 üben können, so wie wir das jetzt hier auch gelaufen sind. Puh, wow, jetzt haben wir es. Hochdeutsch, Dialekt, Musizieren, alles zusammen kombiniert in einer Selbstverständlichkeit. Und das mit dem Takt mit den Noten. Bravo. Ja, wie die das viermal lesen, einfach gerade so im Kopf haben, die jungen Hütte. Die kommen wahrscheinlich schon so auf die Welt, gell? Die meinst du einmal eins? Nein, viermal eins. Was viermal eins? Ja, vom Spielen vier oben und eins unten noch. Aha. Und dann das mit links, der Bursch da. Also ja. Der hat wahrscheinlich... Von wo ist er, von wo? Von Emt. Emt. 1400 Meter, oder? Plus, minus. Der hat wahrscheinlich einen Hochschulabschluss. Das ist möglich. Aber jeder hat ja das nicht. Und ich frage mich gleich, ob die Jungen, gell,
ob die ein gleiches Ziel vor Augen haben. Weißt du, wo über das Notenblatt drüber rausgeht? Ja, natürlich. Es kann ja nicht jeder einen hohen Abschluss machen. Es bräuchte auch der, der einen Brief an diesen einfachen Tal dürfen. Eure Schule gehen. Aber auch die müssen Ziele vor den Augen haben. Der Rüdi kann anfragen. Ja, grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause und Fernsehen. Wir machen jetzt gerade hier im Oberwallis ein paar Umfragen. Wir sind jetzt hier im Riedhamm. Ich habe gerade eine Person getroffen. Und wir fragen mal rum, wie die Leute so in den Städten zur Musik stehen. Ja, grüß Gott, vielen Dank für das Interview. Wie stehen Sie zur Blasmusik? Ich bin schon mein ganzes Leben in Blasmusik tätig, als Komponist und als Dirigent. Und ich bin selber als kleiner Junge in einem Blasorchester angefangen, auf Trompete. Und dann später habe ich Posaune gelernt. Aber ich bin ein großer Fan von Blasmusik. Das ist mein ganzes Leben habe ich schon, es ist meine Arbeit, aber es ist noch immer mein Hobby. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig für die jungen Leute, dass man in einem Blasorchester spielen kann. Weil zum Beispiel in Holland, wo ich geboren bin und aufgewachsen, zum Beispiel das Konzertgebäudeorchester, alle Bläser, Blechbläser und Holzbläser, sind ursprünglich angefangen in einem Blasorchester. Und ich glaube, das ist auch der Fall hier in der Schweiz. Zum Beispiel mit das Tonhalleorchester oder das Basis-Sinfonieorchester. Alle Leute kommen ursprünglich auch ein Blasorchester. Also die Zukunft kann sein, dass man einmal in ein großes Sinfonieorchester landet. Ja, das ist aber was. Na, das ist ja ein Ansporn auch für die jungen Leute. Ja, wie geht es denn eigentlich jetzt mit Ihnen weiter? Haben Sie noch Aussichten, etwas Neues zu machen? Wenn Sie so tätig sind in der Musik, wo geht es denn noch weiter mit Ihnen? Sie sind ja nicht Tourist, oder? Nein, ich bin jetzt unterwegs nach Italien. Ich habe dort 3 Konzerte. Aber ich habe hier in dieser Gegend habe ich schon 2 wunderschöne Projekte gemacht. Unter anderem mit das Musikgesellschaft Vispe und mit das Oberwallische Blasorchester. Und das hat auf einem sehr hohes Niveau. Wir haben sehr, sehr erfolgreiche Konzerte gemacht zusammen. Wie ist denn Ihr Name, bitteschön? Ich heiße Johann de May. Jo May, das ist ja der Johann. Ja, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, und jetzt haben Sie gerade mit dem Oberwalliser Musikblasorchester, mit dem Obo heißen die, oder? Ja, genau. Haben Sie ein Projekt gemacht, von dem habe ich gelesen. Aber das sind Sie. Und haben die eine Zukunft, dieses Obo? Absolut. Wir haben das sogenannte Sine Symphony Projekt gemacht. Das heißt, wir haben meine 3. Sinfonie gespielt, der Planet Earth. Aber hinter das Orchester haben wir ein großes Schirm, ein Film projektiert, die zu dieser Musik geschrieben ist. Also umgekehrt von normal. Filmmusik wird erst geschrieben, wenn der Film fertig ist. In diesem Fall haben wir das umgekehrt. Und nächstes Jahr geht das Oberwallische Blasorchester nach New York, wo ich jetzt wohne. Und wir haben ein großes Konzert in Carnegie Hall. Sie sehen, das kann unglaublich weit führen. Da kann man raus in die große Welt. Ja, mei, das ist schön, das ist jetzt wunderbar, dass ich Sie hier getroffen habe. Ja, da wünschen Sie jetzt auch unseren jungen Musikanten viel Disziplin. Absolut, ich hoffe, dass wir zusammen Musik machen können, das wäre nett. Also, auf Englisch, I would really recommend you to start playing an instrument and join the local wind band. It would be very good for you. Herzlichen Dank, ja, vielen Dank, einen schönen Aufenthalt noch. Danke, ja, wir gehen zurück ins Studio. Ha, also der ist jetzt gesprochen, der nicht wahr. Und ist schon viel unterwegs gekommen. Also geht unbedingt in so einen Verein rein, das lohnt sich. Wer weiß, wo hier noch landet. Ja, und Musik kennt scheinbar keine Sprachgrenzen. Also, ich habe den Holländer fast besser verstanden als vor der Botsch im Lager, das Lädchen da. Schalten wir doch mal zum Rüdi ins Lager. Ich bin sicher, dein Teuhänzingspass. Ja, halt den Tor und steif, hä? Ja. Bis nächstes Mal, tschüss. Da winkelt einer zurück. Tschüss. Ja, so ein Lagerleben besteht natürlich nicht nur aus Emotionen, die von Musik hervorgerufen werden. Wir haben es gesehen vorher gerade. Es muss natürlich auch Spass machen. Macht das so ein Lager Spass? Fühlst du? Ja, schon ziemlich, ja. Und Emotionen sind ja auch im Spiel. Wir haben es vorher draußen gehört, bei der Musik gerade. Ist es schlimm, von der Mama getrennt zu sein? Ja, schon. Fehlt sie dir ein bisschen das Familienleben zu Hause? Also, ja, das ja nicht.
Siehe nicht. Aber ich denke, ihr habt einen Spaß zusammen miteinander, ne? Ja. Ist es streng die Woche? Ja, manchmal. Manchmal schon. Okay. Ja, wir sehen, das ist natürlich. Freust du dich wieder auf die Schule? Das geht so. Es geht so. Und du, freust du dich auf die Schule? Ja, das ist immer so langweilig. Aber Schule besser oder Lager besser? Lager, ja. Tipp vielleicht an die Lehrer von den Schulen. Sie spielen hier nach Noten, haben Abwechslung. Mach's doch in der Schule auch so. Ein bisschen Abwechslung in den Alltag. Nicht nur nach Noten lernen. Na, zwischendrin mal ein bisschen spielen nach einer Stunde.